Wir sind auf dem Weg zu Supercrack. Allerdings, vorher gehen wir hier noch kurz in das Haus rein, um zu gucken, wer da ist. Ich weiß gar nicht, von wem das Haus ist. Das ist von diesem Goth-Kid. Von welchem Planeten kommst du denn, hm? Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Ja, bestimmt. Er fragt uns ja auch das richtige Kind. Hast du dein eigenes Kind mal angeguckt? Jede Wette, Bradley und du passen zusammen wie Minze und Beeren. Passen Minze und Beeren sehr gut zusammen? Ich habe ja nicht so den erlesenen Gaumen. Das ist geil. Diese totale Friede, Freude, Eierkuchen-Familie. Und dann halt diese Kinder dazu. Warte mal, mit euch sprechen wir gleich. Was hier sonst noch los ist. Ist was? Das ist immer irgendwas, ne? Also, irgendwie muss man später noch Möglichkeiten bekommen, das hier besser zu untersuchen und zu durchsuchen. Ey. Ich scheiß hier in jedes Haus. Ja, Stufe 3. Na, wo ist er denn, der Sweet Spot? Die Sache ist im Pott. Der Kloherrscher. Henriettas Buch. Ich wollte gerade fragen, der hat noch eine Schwester oder wie? Diana Jones, Dino, Feuerwehrflugzeug. Dann schauen wir doch mal, was die Goth Kids so zu erzählen haben. Mit euch könnte ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Mann, echt nicht schon wieder. Oh, böse. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als Selfies zu machen. Ja, so siehst du aus. Diese Stadt geht in Arsch, es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen. Sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Du hast den heiligen Folianten gefunden? Leg ihn in den Zauberkreis. Jetzt die heiligen Kerzen anzünden. Ich habe keine heiligen Kerzen. Sprüh deine Wichsbrühe oder so gefälligst woanders hin, Superheld. Okay, kannst du die Kerzen anzünden? Nee, kann ich nicht. Lass mich in Ruhe, Spießer. Meine Mom, die Spießerbitch, hat mir die Streichhölzer weggenommen. Jetzt drück schon drauf, du Penner! Du benötigst eine neue Fähigkeit, um dieses Rätsel zu lösen. Das sind also die ganzen Rätsel. Dafür brauchen wir aber eine andere Fähigkeit. Das heißt, da werden wir später hin zurückkehren. Ist das denn jetzt auch als Aufgabe markiert? Nee, ne? Nee. Aber das ist ja auch nur ein Rätsel. Also, das sind so kleine Mini-Nebenaufgaben. Und hier brauchen wir offensichtlich mehr Kraft. Hier könnte man zwar irgendwie durchbrechen, aber hier brauchen wir noch eine super Kraft. Sonst wird das natürlich gar nichts. Ich muss echt diese ganzen Dinger mehr kaputt machen hier, die ganzen Briefkästen und naja, was alles. Du hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem bei Problemen behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig. Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Ist Craig denn auch als Figur schwul? Nee, oder? Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Doch keins von den Kindern, was offen richtig schwul ist in dem Sinne. Die haben doch keine richtige Sexualität. Oder ist Craig schwul? Wüsste ich jetzt gar nicht genau.
Ich werde nach dem Spiel eigentlich voll Bock, die ganze Staffel nochmal durchzugucken. So, voller Schrank. Kann ich was machen? Das sieht auch wieder aus, als könnte man mit was Kleinerem rein. Oh, der ist ein Sci-Fi-Fan. Juhu, Space Track. Und da oben ist der Millennium-Falke. Der rasende Falke. Millennium-Falken. Wie man möchte. Ah, hier, da war ich gewesen. Dann gehen wir in den Keller, genau. Da oben ist auch schon wieder was, was man kaputt machen könnte, wenn man eine gelbe Kraft hat. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Heißt, ich brauche neue Fähigkeiten. Knallfrösche freigeschaltet. Oh cool, die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Nutze Knallfrösche, um Stripes rauszuholen. Nee, heißt nur Stripe, nicht Stripes, sondern Stripe. Wie mache ich das jetzt? Drücke X, um Knallfrösche auf das gesprungene Objekt zu werfen. Oh, passt! Mach's nochmal! Oh, das war's! Folge dem Meerschweinchen! Mach dein Ding mit der Kiste! Oh. Wow, scheiße! Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Schau, ja, das cool. Ding aus dem Weg. Haben wir schon wieder eine neue Fähigkeit, um wow, das sah Sachen ganz schön rauszuholen. Aus. Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn mit deinem Arsch aus. Stimmt, das ist doch irgendwie. Auch dank Wunderarsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Gibt's nicht irgendwie dann auch eine Folge, wo es dann diese Meerschweinchen sich herausstellt, dass die in Wirklichkeit total gefährliche, oder zumindest irgendwie ganz intelligente Wesen und so sind? Oder irgendwie sowas? Vielleicht. Mein Gott, es gibt ja auch irgendwie alles sowas in diese Richtung schon mal bei Sims und Futurama und weiß ich nicht wo überall. Ah, da bringe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen was durcheinander. Stripe und ich sind ein unbesiegbares Superhelden-Duo. Oder Stripe? Stripe ist der beste Superpartner, den ich mir wünschen könnte. Entschuldigung. Ja, ja. Wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Craig aus Stahl. Habe ich denn noch so viele Gesichtsausdrücke? Irgendwas Neues noch dabei? Naja, nehme ich den nochmal. Trabalia, können wir. Gut, wir sind fertig. Mit dem kann man nicht nochmal was machen. So. Ihm sein Ding hier irgendwie kaputt machen? Nee, oder? Nee. Aber jetzt kann man tatsächlich ein bisschen mehr schauen, ob es irgendwo Objekte gibt, gegen die man das Ding werfen kann. Und ich glaube, oben... Neuer! Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Okay. Das war in der Serie drin? Es gibt keinen besseren Partner. Stripe ist treu und ihm ist der Franchise-Plan egal. Im Gegensatz zu jedem anderen. Alter, nerv nicht mit deinem... warte mal, da oben ist es. Du hast mich durch ein Meerschweinchen ersetzt? Ach, das ist Tweak. Dass ich dir gekauft habe? Du bist sowas von kindisch. Alter, nerv nicht mit deinen Posts rum. Aber natürlich, also ich sehe jetzt mal voraus, dass das natürlich
dann so laufen wird, dass man natürlich irgendwann auch wieder zusammenfindet, weil die doch dann immer irgendwie noch wieder zusammenfinden, die Helden. Wäre doch gelacht. Wenn es nicht einen größeren Gegner gäbe. Ups. Modellraumschiffteile. Aber der macht da zwar was, aber okay, dann gibt es vielleicht später nochmal irgendwie eine Fähigkeit, weil ein paar Sachen erkennt er zwar als Scan, nee, hier ist nix, aber er macht dann nichts, also ich kann nicht auf alles was werfen. Muss ich ein Fuckboys draußen bleiben Schild an meine Tür hängen? Was willst du? Ich hab zu tun! Nee, sammel noch mehr Yaoi für meinen Dad, dann überlege ich's mir. Das Pferd guckt ja auch so mega geil bescheuert. So, also da muss man dem Papa helfen. Da gibt schon jede Menge so kleine Nebenaufgaben. Nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende. Brennt zwar, aber ich kann nicht genug machen, um es tatsächlich zur Explosion zu bringen. Gut, die Häuser und so, das kann ich später alles nochmal ein bisschen durch... Stopp! Oh! Neuer, stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nimm das, Kuhn, Freunde! Es war Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Okay. Also wie gesagt, die Häuser, die schaue ich später nochmal irgendwie ein bisschen durch. Jetzt schau dir das an, Mann. Den hier hab ich von Asher, ihr Schlampen. Ihr Tampons könnt nicht mal auf den Beat tanzen. So, wo war denn nochmal das Haus von ihm? Die hat auch alle so geil gleich aussehen. Mit dir was machen? Nee. Aber wenn ich eh schon mal vorbeikomme, dann kann ich ja das nochmal. Das zerhauen, zack. Ein bisschen Ressourcen sammeln. Die Burg war das hier, ne? Müsste das eigentlich sein. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas runterhauen können. Nee. Ah, okay, ich benötige noch eine andere Fähigkeit, um das Rätsel zu lösen. Aber kriege ich ja wahrscheinlich nach und nach. Fick! Dich! Mom! Ah, da bist du ja, Wunderarsch! Superheld sein ist schwerer, als du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit! Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein starker Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus! So, hier. Jetzt können wir uns mit Artefakten ausrüsten. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Drücke A, um deinen Artefaktplatz zu bearbeiten. So, jetzt haben wir hier Aliensonne MK2. Macht irgendwas 20%, 4% Stärke, 30 Hertz, grün und blau, weiß ich noch nicht genau, was es ist.
Dieses längere, dickere Modell wurde nur durch neueste Alien-Technologie möglich und bringt die kolorektale Belastbarkeit an ihre Grenzen, um die Wirksamkeit im Kampf zu maximieren. Habe ich denn auch andere Sachen oder habe ich nur das? Achso, das sind die Sachen, die hier oben drin sind. So, also Aliensonde macht irgendwas auf 20 hoch. Ach da, okay, unten sind die Erklärungen. Statuseffekt, also 20% mehr Schaden mit der Aliensonde. Dann haben wir hier Ultimativkrafterholung wird erhöht. Von den Werten her sind die allerdings gleich, von den passiven Werten. Und dann haben wir hier Junior, Kuhn, Gyro, Bonus, normales Standard, Super Gadget für Einsteiger bei den Kuhn-Freunden. Gibt dir das Recht, geringe Artefakte im Dienst von Kuhn und Friends einzusetzen. Und dann haben wir hier Gesundheitswiederherstellung. Aber ich glaube, das könnten das Season Pass Sachen sein vielleicht. Da holen wir doch die mal lieber mit rein, oder? Hier, Schaden erhöhen. Artefakte steigern deine Macht, welche über die Kampfkraft deines Teams entscheidet. Das ist okay. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Das ist auch okay. Steigere deinen Heldenrang, um neue Artefaktplätze freizuschalten. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig, Arschlord. Hat er mich gerade Arschlord genannt? Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? So, kann ich denn jetzt zum Beispiel hier auch anderen noch hochpushen oder ist das immer nur für den einen Helden? Was ist hier? Wird freigeschaltet auf Heldenrang 3. Das könnte ich aber theoretisch austauschen. Also die kann man schon ändern. Ach, hier drüben sind auch mal die Erklärungen. Also Muskeln ist das rote, Hirn ist das blaue, Mumm ist alles Ready-Zeichen, Gesundheit da unten und dann Bewegung 2. Jetzt haben wir hier nur noch mal, warte mal, die Charakterbögen. Ah, und jetzt haben wir auch die Verbündeten mit drin. Hier sind unsere ganzen Aufgaben und die Sachen, die wir geschafft haben. Machtquelle, da habe ich noch nichts. Das, warum ist da eigentlich nichts eingetragen? Ich bin doch... Naja. So, dann haben wir hier... Sehen wir auch schon, wen wir alles so haben. Wer ist hier unten? Toolshed, alias Dan Marsh, Gadgetmeister, unbekannter Verbündeter. Den haben wir zwar gefunden, aber können wir noch nicht benutzen. Wir haben hier den Human Kite, Kyle Poslowski. Elementarblaster, Kite-Alien, asexuelles, genderneutrales Kite-Alien, Rechtschaffen, Kiteismus, Sonnenwinde, Mom. Ach, das ist das Kryptonit da unten. Das ist eine Machtquelle, Sonnenwinde, Religion, Kiteismus, Gesinnung, Rechtschaffen, Geschlecht, asexuell, Ethnie, Kite-Alien. Warum kann ich das bei mir nicht eintragen, die ganzen Sachen? Es kommt vielleicht noch. Ach, kann es sein, dass vielleicht meine Hintergrundgeschichte immer mehr dann aufgedeckt wird? Also ich erfahre halt immer mehr darüber, wer ich jetzt als Figur bin und dann wird das immer weiter aufgedeckt. Dann haben wir hier, Charakterbogen haben wir noch nicht gefunden. Okay, das hätten wir auch. Dann bei den Kostümen, das ist nur optische Anpassung. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das ist noch Krempel. Fantastische Neuigkeiten. Das Schnellreisesystem läuft. Zoom. Das heißt... Aber ich muss sie wahrscheinlich erstmal finden, oder? Die Schnellreisepunkte. Hätte die Katze vor den Sechsklässlern. Das ist, ach, hier unten steht ja auch nochmal, was ist. Dan's Haus, Karls Haus, Cartmans Haus, Butters Haus. Da können wir noch nicht weiter. Hier geht es auch noch nicht weiter. Bin gespannt, ob wir da auch nochmal wieder in andere Länder kommen. Das ist die Katze. Die Katze. Was ist das? Bibis. Boah, ich glaube hier.
schon noch genug zu tun, so ist es nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, mache ich eine Pause und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Also bis jetzt immer noch geiles Spiel. Bis denn, tschüss.